Frau Fislager, die letzten Wahlen zum Europäischen Parlament sind unterdessen 10 Monate her. Die Adenauer-Stiftung hat jetzt aktuell eine Studie rausgegeben mit dem Titel „Wo sind die Europawähler?“ Können Sie mal was zu dem Anlass dieser Studie sagen? Anlass dieser Studie war die Europawahl 2014. Da hat sich gezeigt, dass die Wahlbeteiligung weiter gesunken ist, nämlich auf 42,54%. Es hat sich zudem gezeigt, dass gerade in neuen EU-Mitgliedsländern, die erst im Zuge der Osterweiterung beigetreten sind, dass dort die Wahlbeteiligung besonders niedrig ausgefallen ist. Beispielsweise die Slowakei, da lag sie nur bei 13%. Wir haben dies als Anlass genommen, zu untersuchen, was sind die Bestimmungsgründe für diese niedrige Wahlbeteiligung und welche Handlungsempfehlungen lassen sich daraus ableiten, um dann wiederum die Wahlbeteiligung erhöhen zu können. Wir haben deswegen Experteninterviews durchgeführt in 5 Ländern, in Kroatien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn, um dann die Bestimmungsgründe herauszufinden und Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Können Sie vielleicht mal die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie noch einmal zusammenfassen? Ja, es hat sich gezeigt, dass sowohl länderspezifische als auch länderübergreifende Ursachen als Bestimmungsgründe genannt werden können. Entgegen der häufigen Vermutung, dass eine niedrige Wahlbeteiligung auf eine Unzufriedenheit zurückzuführen ist, hat sich dies in der Studie nicht bestätigt, nicht in allen Fällen zumindest. Dahingegen ist mangelndes Interesse, mangelnde Kenntnisse sowohl der Politiker als auch der Bevölkerung zu nennen. Weiterhin eine geringe Parteiidentifikation, geringe Wählermobilisierung und zudem die nationale Identität, die hier eine bedeutende Rolle spielt, gerade in den neuen EU-Mitgliedsländern. Das hat damit zu tun, dass gerade die neuen EU-Mitgliedsländer dabei sind, nationale Identitäten wieder aufzubauen und hier die Angst geschürt wurde, diese zu verlieren im Zuge eines EU-Beitritts. Welche Handlungsempfehlungen lassen sich denn als Ergebnis aus dieser Studie ableiten? Ja, es sind 5 Handlungsempfehlungen, die sich hier ableiten lassen. Die erste wäre, die politische Bildung in den neuen EU-Mitgliedsländern zu verstärken. Hier geht es darum, sowohl durch Kampagnen als auch Informationsveranstaltungen und sonstige Papiere die Bevölkerung über die EU in Kenntnis zu setzen. Was passiert dort und wie funktioniert die EU eigentlich? Eine zweite Handlungsempfehlung wäre die Stärkung der Kommunikation. Hier geht es darum, dass auch die nationalen Politiker gefragt sind, die Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden, dass die auch in die Bevölkerung kommuniziert werden. Heißt, wenn die Bevölkerung nicht weiß, wie sie von den Entscheidungen betroffen ist, dann wird natürlich auch die Wahlbeteiligung nicht dementsprechend hoch sein, weil sie kein Gefühl der Betroffenheit hat. Eine dritte Empfehlung ist die Stärkung des programmatischen Profils der Parteien. Hier geht es darum, dass die Parteiidentifikation eine bedeutende Rolle für die Wahlbeteiligung spielt. Um einen weiteren Verlust der Parteiidentifikation entgegenzuwirken, wäre es hier sinnvoll, dass die Parteien ihr programmatisches Profil dahingehend stärken, zu sagen, das grenzt uns von anderen Parteien ab und deswegen setzen wir uns so und so für Europa ein. Eine vierte Maßnahme wäre, Spitzenpolitiker nach Brüssel zu schicken. Hier geht es darum, dass diejenigen nach Brüssel geschickt werden, die halt auch in ihrem Heimatland als erfolgreich und angesehen werden. Beispiel sind hier Polen mit Donald Tusk oder Lettland mit Vladis Dombrovskis, die beispielhaft zeigen, wie nationale Politiker auch in der EU sehr erfolgreich sein können. Somit ist natürlich das Interesse auch höher, was in Europa passiert, wenn dort Spitzenpolitiker vertreten sind und nicht diejenigen, die im Heimatland bereits als gescheitert und erfolglos angesehen werden. Und eine fünfte Handlungsempfehlung betrifft die nationale Identität. Da geht es darum, bereits im Vorfeld eines EU-Beitritts zu zeigen, dass die europäische Identität nicht mit einem Verlust der nationalen Identität einhergehen muss. Insbesondere da europaskeptische Parteien dieses aber oftmals nutzen, um Ängste zu schüren und sich gegen einen EU-Beitritt auszusprechen, ist es besonders im Vorfeld wichtig, sich diesen Ängsten und Sorgen anzunehmen, aber deutlich zu machen, eine europäische Identität bedeutet nicht den Verlust der nationalen Identität. Frau Fislager, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.